So, hallo und herzlich willkommen, liebe Rando-Fanatiker, hier zu dieser zweiten Runde. Magno gegen Illus. Heute mit am Mikrofon der werte Markus Kuh. Herzlich Hallo. willkommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Magno hat das erste Rennen gegen Illus gewonnen. Das war ein Inverted Descent, soweit ich mich noch erinnern kann. So grob so ein bisschen. Und diesmal spielen wir hier, oder spielen die Runner hier, ein Ambrosia. Mensch, Markus, dann erzähl mir mal ganz kurz, was Ambrosia ist. Weil ich habe, glaube ich, Wenn keine Ahnung. ich mich recht entsinne, war Ambrosia, man hat das Schwert, wenn der Onkel rausläuft, erzählt er einem, wo man die Schuhe findet und auf jedem Boss ist ein Nicht-Dungeon-Item. Boah, Zusammengefasst gut für Turtle wahrscheinlich. Rock. Oh, bitte lass es Pendant Turtle Rock sein, das wäre wenigstens lustig. Und zu Beginn gleich einen Blue Mail. Aber ja, du hast vollkommen recht, das ist Ambrosia. Das bedeutet, die Runner wissen, wo ein Item ist. Und ich sehe auf dem Trigger ein Green Pendant Hera. Pendant ist dann und ein Crystal auf Desert. Mein Magno, Illus, zwei große oder mittlerweile große Runner. Illus schon gefühlt jahrzehntelang in der Community dabei, spielt viel, macht viel. Magno, so der aufstrebende Konkurrent, der durchaus auch im letzten Race gezeigt hat, was er kann, was er weiß, was er machen kann. Und auch hier ein großer Rando-Fanatiker, der mittlerweile so viele Seeds gespielt hat, dass ich glaube ich schon gar nicht mehr mitzählen kann. Auch hier viel getrainiert, viel gemacht, viel getan in den verschiedensten Modis. Hat er sich da schon quasi eingelebt. Und ja, schauen wir mal, was das wird. Ich meine, hier jetzt im Standard sehen wir die klassische Standardsequenz. Die Guards habe ich gesehen, haben anfangs Blue Rupee gedroppt. Das bedeutet, bei den Guards findet sich diesmal keine Bomben. Mal schauen, was die Ratten dann noch so hergeben. Und ja, Buch beim Onkel. Der garantierte Small Key in der Front. Und was soll ich jetzt noch dazu sagen? Können jetzt schon mal spekulieren, wenn Desert so früh offen ist, wäre das witzig, wenn das bootslocked wäre und sie erst bis nach Turtle Rock müssen, um Desert abzuschließen. Ja, das wäre ja schon fies. Man könnte ja vermuten, so auf Trion Eggs, Ice Rod, weiß Gott wo versteckt. Aber tatsächlich kann das Buch auch durchaus auch fehlleiten, dass er sagt, hey, geh mal früh zu Desert und dann ist es einfach nichts. Ja, da ist nichts drin, es ist Bootslocked, es ist Firelocked und es ist da einfach nichts drin. Außer Ja, dass das man ist das Ding Gott. klären muss. Der Randauer, der legt nicht so viel Wert darauf, irgendwelche Geschichten zu erzählen und dann Stück für Stück die Items dahin zu legen. Nein, der randomisiert. Ja, der Rando-Gott ist nicht immer gnädig, das muss man schon sagen. Hier sieht man, dass die beiden naja auch ziemlich zeitgleich nah beieinander sind. Oh, da gibt es schon mal Bomben. Bedeutet, das Thema mit den Bombenfarmen hat sich jetzt so bit quasi erledigt. Bag of Escape, die drei Kisten sind early erreichbar. Die Karte haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Das bedeutet, da werden definitiv Items hinten drin sein. Sowohl im Dark Ross als auch im Bag of Escape. Und natürlich zu guter Letzt dann noch die Sanctuary. Also so wunderbare potenzielle Items, wo das Seed schon mal so ein bisschen so Andeutungen machen kann, wo man hingehen kann, sollte, müsste, dürfte. Nach der Sequenz von Rettet Zelda steht es natürlich den Runnern absolut frei, hier dann auch ihre Routings dann frei zu wählen. Ich denke mal, einer von den beiden wird definitiv nach Kakariko gehen. Mit der Anzahl von Checks, mit den Bomben, die sie schon im Gepäck haben, Bei bietet sich das natürlich an.
Weil 3 bzw. ein 2 nach der Industrial Side Room ist ja dann etwas knapp. Auch wenn sie wahrscheinlich hoffen, dass wir vorher noch ein bisschen was finden, denn sonst ist es riskant, in Kakariko ohne ausreichend Bomben reinzugehen. Ja, wir haben ja noch einen Haufen Kisten vor uns und zumindest mal die 2 Fünfer Räumlichkeiten mit Blinds Hut und der Brunnen macht es dann halt schon nochmal angenehmer. Und Magno hat jetzt auch 50 Rupees zusammen. Das ist zwar noch kein Bottlewender bezahlen, aber zumindest mal ein 10er-Pack Bomben ist drin. Die man sich dann noch da kurz davor vor dem Hühnchenhaus noch holen kann. Es würde tatsächlich ausreichen, zumindest mal für Magno. Und natürlich ist ein kleiner Timeloss dann, aber wenn man immer zum Shop muss. Sagen wir es mal so, es ist vertretbar. Ja. Das ist tatsächlich so ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, auf die 2-3 Sekunden sei es echt mal verzichtet und die Ratten haben echt ein Bombenpack. Also, und Geld. Also, okay, das ist ein sehr angenehmer Bag of Escape. Jetzt hier noch fix die kleinen paar Bömmchen noch einsammeln und alles wird gut. Also mit wird Magno jetzt definitiv genug Bomben haben. Kann sich von den Ratten das farmen. Ah, die droppen ordentlich. Wer es noch nicht weiß, Mini-Moldons gehören, glaube ich, auch noch mit zu dieser Gruppe dazu. Das bedeutet, die würden dann später auch noch Bomben droppen. Wäre natürlich auch interessant für den werten Mini-Moldon-Cave. Wer es dann doch lieber mit Bomben macht. So, jetzt hier nochmal die Bestätigung von Magno, der hat das auch einen Map-Check gemacht. Da die Frage gerade im Chat kam, müssen wir noch mal kurz erklären, was Ambrosia bedeutet. Ja, ich glaube schon. Wobei ab jetzt heißt es nur noch, die Runner wissen, wo die Boots sind, nämlich in Turtle Rock. Und sie wissen, dass auf jedem Boss ein Nicht-Dungeon-Item liegt. Kann sein, dass sie es nicht brauchen. Dass es 10 Pfeile sind oder whatever. Das ist natürlich interessant, die ersten Klaffs liegen mal so spantun einfach im Wald rum. Noch ein Herzcontainer dazu. Den lässt auch Illus nicht liegen, weil es bietet sich einfach nur an. Tripol ist dann jetzt auch noch Bomben, also ich glaube, wir sind uns technisch versorgt. Oh, ist das ein Early Pet Check? Ja. Auch das ist ein sehr interessanter Move von Magno, jetzt wo er sowieso schon das Buch hat, kurz rüber zu laufen und sich zu vergewissern, muss das Pad gemacht werden oder nicht. In dem Fall nicht. Auf die 20 Rupees kann man lieben gern verzichten. Besonders da man ja vor kurzem erst 300 gefunden hat. Bekommt jetzt halt, wie gesagt, das klassische Routing hier durch Kakariko durch. Hier im Blinds hat mit 5 Kisten. Mit nichts drin. Aber dafür hier eine Flöte im Well, das ist natürlich. Am Anfang, gerade in Kakariko, eine Flöte zu finden, ist bombastisch. Ja. Anders da kann ich es nicht sagen. Weil du kannst es sofort aktivieren, du hast ganz viel Movement auf einmal. Da macht's tatsächlich die Boots beinahe irrelevant. Beinahe. Bevor jetzt noch hier irgendjemand in der Community meckert. Beinahe irrelevant. Weil jetzt gerade vor wie Link versucht mit der Flöte so einen Schlüssel von der Torch zu werfen. Ja, kann man mal probieren. Mal gucken, ob es klappt. Ich meine, ich habe auch schon versucht mit der
mit dem Buch oder mit der Schaufel Gegner zu erschlagen. Das funktioniert halt leider dann nicht. Und da bezweifle ich, dass es da geht. Aber doch, die Flöte ist halt jetzt eigentlich fast ein blödes Geschenk. Wird natürlich auch gleich aktiviert. Ich hoffe mal, ja, Magdum macht es auch. Und natürlich sind damit jetzt auch die ganzen Bereiche halt schnell erreichbar. Du bist schnell in Desert. Ja, was denn Jack natürlich mit dem Buch attraktiver gestaltet. Du bist schnell in Eastern, du bist auch schnell auf dem Berg. Berg ist jetzt auch mit einem Item in Logik. Der alte Mann noch nicht, weil dafür braucht es eine Lampe. Und halt das Item aus Vector Rock. Kann man sich zwar noch anschauen, aber ohne Spiegel natürlich noch nicht abholbar. Aber schauen wir mal, was jetzt noch draus wird. Da kann man auch schnell so Richtung Icewood Cave, was man da normalerweise lieber mit Boots macht. Ja, das waren, so wie ich sehe, war das ein 5er Rupee. Ein blauer. Ja, passt. Auch hierfür werden die Boots auch einfach nicht benötigt. Wofür auch. Red Rupee. Illus hat auch gleich relativ zeitnah die Flöte aktiviert. Noch bevor er das Item gesehen hat. Spart natürlich noch die eine oder andere Sekunde. Wenn halt doch was liegt, dann muss er halt ausweichen. Wenn es halt rechtzeitig schafft, ist blöd. Aber war nichts Wichtiges, von daher irrelevant. Oh, Magno macht einen Safe. Magno. Okay. Jetzt bin ich etwas überrascht, aber. Er hätte jetzt ein paar Sekunden gespart, wenn er die Flöte aktiviert hätte, aber. Ja. Wahrscheinlich war das mit dem Safe Quit und Flex und hinterher eingefallen, dass mit der Flöte schneller geht. Ja. Muscle Memory, sage ich da nur. So ein klassisches Beispiel, ja. Jeder Runner kennt das. Mal einfach was macht, ohne großartig drüber nachzudenken, bis einem dann auffällt, so, Moment mal, da war ja noch was. Das ist die schlimmste Challenge, die schwierigste Challenge im Spiel ist in Turtle Rock, gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Wenn man den Hookshot nicht hat. Ist der Hookshot? Und Master Sword ist auch schlecht. Hookie! Und auch noch Ice Rod. Rüber Eisrott. Ich habe mal gehört, das sagt was aus darüber, dass ein Pendant auf Turtle Rock liegt und dass man da rein muss. Ja, hoffentlich. Sonst wird es ja mit dem Boots sehr langweilig werden, wenn man die nicht abholt. Aber Hookshot, ultra gefeiert. Das macht jetzt tatsächlich den Berg größtenteils auf. Mit der Paradox Cave, die allein schon 7 Items, plus Spiral Cave mit einem, wären wir bei 8, wo noch dazu kommen. Also Berg ist jetzt mittlerweile relativ lukrativ geworden. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer der beiden auf jeden Fall damit hochgeht. Und wie schon gesagt, man sieht Magno gleich auf dem Weg, auf dem Berg, geht hier auch der Item Density nach. Illus besucht derweil Sascha. Ihn fragen, wo das Green Pendant ist, war ja nicht. Das weiß er ja schon. Joa. Minuten. Redmail, ja. Ah, da ist der Hammer. Und der Hammer. Au. Oh. Der könnte logisch tiefer liegen, weil die Lampe gebraucht wird und man. Ja, gut. Tatsächlich, ja. Ja. Ja.
Aber das ist jetzt wieder interessant. Ich meine, beide Runner brauchen keine Lampe, um diesen Seed abzuschließen. Ja, unter Garantie nicht. Das machen die komplett ohne Lampe. Die Lampe wird nur noch für Agar gebraucht. Agar hat sich jetzt hiermit offiziell erledigt. Da brauchen die Runner sich definitiv da keine Gedanken mehr zu machen. Wir erst recht nicht. Hammer macht noch Hera auf. Was natürlich für Magno durchaus nicht uninteressant sein kann, weil in seinem letzten Race war halt dieser Dip in Hera, beziehungsweise dieser Clear in Hera, das, was ihm letztendlich den Sieg gebracht hat, weil der letzte benötigte Key war auf unserem Trolldon gelegen. Und ja, das war halt dann doch Lucky Play. Aber Lucky Play, drittes Schwert, relativ early. Da sagt man auch nicht nein. Da haben wir den jetzt. Damit hätten wir tatsächlich unseren logischen Darkhold Access. Also könnte tatsächlich der Hammer relativ weit in der Logik hinliegen. Oh, und Illus geht nicht weiter. Ja, der hat jetzt Dark World Access. Ah, oh, halb okay. Das ist natürlich kann natürlich sehr lukrativ sein. Natürlich die Möglichkeiten. Oh, Red Crystal auf Pot und Turtle Rock. Also Turtle Rock definitiv required. Gehe ich jetzt auch hier die Hype Cave. Da ist die Lampe. Oh, da ist sie. Schade, jetzt bin ich etwas enttäuscht. Oh, aber heißt das nicht, dass der Seed eigentlich wollte, dass man die Mids da rausholt und dann einmal über Kakariko rüber nach Hype Cave? Genau, richtig. Oh, böse. Das wäre der logische Weg gewesen. Ich meine, dieser Sequence Break hat das Ganze jetzt natürlich deutlich abgekürzt. Magno entscheidet sich diesmal nicht in Hera reinzugehen, sondern geht direkt hier in die Dark World mit seinen Mids. Und hier Super Bunny Cave und natürlich dann dementsprechend Hookshot Cave gleich mit. Was natürlich um ein Vielfaches interessanter ist. Ja, dem, was jetzt Magno hier noch findet, kann das durchaus sehr lukrativ sein, ja. Also auch das könnte Magno jetzt nochmal ein Stückchen weiter nach vorne bringen. Ja, Magno, das war jetzt nicht die beste Idee. Etwas mehr Aufmerksamkeit. Und nicht so viele Sachen nebenbei noch machen. Und der Burnerstab ist ultra wichtig zu mitnehmen. Oh, da sind die Flippers verputtelt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, der Seed wird dann wahrscheinlich knapp über eine Stunde gehen. Wenn es noch so weitergeht, dann ja. Ah, zumindest mal Quake hier. Für Turtle Rock hier, Vanilla. Aber auch hier geht tatsächlich. So, Illus nimmt sich jetzt die ganzen Item Density mit. Da ist der Spiegel. Ey, Leute, wer hat diesen Seed gerollt, bitte schön? Also jetzt mal ernsthaft. Ist das jetzt zu schnell? Ist ja langweilig, wenn ihr am Anfang schon alles finden und danach die restlichen Dungeons einfach nur noch go-walken müssen. Was fehlt jetzt großartig noch? Was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Das ist ein Somaria, Fire Rod, Bogen. Wo die Boots sind, wissen wir. Quake. Quake, okay.
Ja, gut. Wenn es jetzt so weitergeht, dann sind es in 20 Minuten im Go-Mode. Ohne dass sie kaum Dungeons betreten haben. Und jetzt geht natürlich auch Magno logischerweise jetzt mit Hilfe des Spiegels natürlich auch den Dip in Green Pendant Hera rein. Mit Hookshot ist der halt auch relativ schnell gelöst. Und sobald er jetzt hier ein Dings findet, ein Item. Sei es jetzt in der Big Chest, sei es jetzt in der Compass Chest. Ist der Dungeon auch erledigt. Ich meine, er weiß, dass auf Moldorm was ist. Genau. Kann er eben hin herabotten. Jetzt lasse ich mich hier von da. Jetzt hier eine Karte. Dankeschön. Ah, da ist was im Basement. Was jetzt aber auch eher ungünstig ist, weil Magno hat die Lampe noch nicht. Er kann es noch nicht holen. Weil die Lampe liegt ja in Hype Cave. Bedeutet, wenn da jetzt irgendwas Wichtiges drin ist und Illus da frühzeitig noch hingeht, um das zu holen, das könnte wiederum ein Nachteil für Magnus sein. Weil über den Spiegel stolpern wird Illus garantiert jetzt gleich. Ah, das wird jetzt auch die ganzen Checks auf dem Berg. Ja, die sind einfach zu lukrativ. Ja. Da ist eindeutig zu viel, was du hast, halt, was du halt nicht liegen lassen kannst, darfst, musst. Ich meine, eher sowieso nicht, weil da die Mitze schon alleine auf dem Berg liegen. Wir sehen mal relativ zeitnah hier auch Spike Cave, was sich hier natürlich am besten anbietet. Weil ansonsten hätte man alles auf dem Berg schon mitgenommen. Wenn man eh schon den Burner. Ja, genau, wenn man den Burner schon nachgeschmissen bekommt, dann. Why not? Wie gesagt, man ist sowieso gerade da. Man hat sonst alles mitgenommen. Somit, so what? Okay, dann wird jetzt Magno auch Hype Cave nach. Würde ich jetzt gleich so ein bisschen ärgern. Das ist halt ein Item, was halt Magno halt liegen lassen musste. Wobei ich sagen muss, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders da gespielt. Dann rechnet man fast damit, dass tatsächlich das für Magno die Last Location wird. Da macht man sich dann auch nicht unbedingt was vor, sondern zieht es durch. Ich meine, das ist damit angefangen, also. Ja, das ist dann dieser Gedanke. Entweder liegt da was drauf, dann ja, hab Magno verloren, oder da liegt nichts drauf, dann sollte aber auch nicht dahin zurückgehen. Commit to your mistakes. Mal Magno sich ja den ein oder anderen Fehler durchaus erlauben kann. Ich meine, er liegt einzeln vorne. Also bis jetzt hat er noch nicht so wirklich was zu befürchten. Selbst wenn er das Spiel jetzt verliert, gibt es ja immer noch eine Chance für ihn. Gegen Illus doch noch zu gewinnen. Sprich, er kann auch schon ein bisschen risky spielen. Durchaus.
Weil anders da könnte ich mir sein Play jetzt nicht so wirklich verstehen, weil ich wäre mit den Mids, wäre ich dann erstmal Richtung Village of Outcast also kann laufen. Und hätte, man hätte es halt die große Runde gemacht, tatsächlich. Er kann Graveyard Ledge mitnehmen, er kann einmal auf gucken, ob was auf Bumper Cave liegt und dann von Moment, Village of Outcast direkt unten rumlaufen. Ja, andersrum, andersrum hätte er vielleicht in, wäre ein Pot geendet. In der Zwischenzeit bereits schon einen Bogen gefunden. Den ersten Red Crystal schon abgeholt. Also ich persönlich hätte es tatsächlich eher in dem Fall andersrum gespielt, aber. Ich kann natürlich falsch liegen, ich kann natürlich richtig liegen. Jetzt ein interessantes Play. Ja gut, Magno hat die Flossen nicht. Das ist halt jetzt so der, der Haken an der ganzen Geschichte. Deswegen macht er diesen Current Jump. Wäre andersrum gelaufen, bräuchte er es nicht machen. Ja, das stimmt. Weil die, weil die Flossen sind verbuddelt. Ich habe jetzt eine Sekunde nicht aufgepasst auf Idos Bildschirm. Er hat auch die, das Basement nicht gemacht, oder? Nee. Nee. Das heißt, wir werden noch die ganze Zeit lang rätseln, ob da was Relevantes ist. Ja, wir werden es früher oder später rausfinden. Vor allem heißt das jetzt, wenn da was ist, hat Illus dadurch nicht mehr einen Vorteil. Der muss dahin genauso zurückkehren, wie Magno es müsste. Richtig. Aber auch Illus wird sich halt bewusst sein, dass das halt tatsächlich die Last Location wird. Weil ich sehe tatsächlich auch Illus dann nicht so schnell hingehen. Weil das Basement hat er sich jetzt, oder haben beide sich jetzt auch hart isoliert. Ja, Magno, weil er die Lampe nicht hatte, Illus freiwillig. Richtig. Gut, eine Fetch Quest auf. Auf Dora, auf Catfish. Auch eine Form von Backflipper, den man aufsetzen kann. Viertes Schwert für Illus. Natürlich interessant. Für Illus wäre die Schaufel etwas kontraproduktiv, weil er dann extra nochmal dahin laufen müsste. Magno könnte das noch quasi mit reinrouten. Das kann ich jetzt auch durchaus mir vorstellen, dass Magno dann hier nach Zora einfach safe and quit macht. Links Haus startet und dann einfach weiter. Und einfach weiterläuft. Ach, und Zora hat immer wieder tolle Investmentberatung. Ja, don't do it again. Machen Sie sich keine Sorgen um Positivzinsen und Einlagegebühren. Legen Sie Ihr Geld einfach hier an, dann ist es weg. Ja, wie bei vielen anderen Banken auch. Da mache ich mir dann keine Hoffnung. Genau. Kommen 10% ihres eingelagerten Geldes zurück. Nein, nicht als Zinsen. Nur zurück. Ich klaue ihnen das Geld und als Aufwandsentschädigung gibt es dann 10% oder so. Auch vielleicht zahlt sich die Schaufel ja noch aus. Ich könnte sogar sagen, sie hat sich schon einmal ausgezahlt. Dann
War nicht die Flippers auf dem Digging Game? Ja, aber der Schaufel macht ja nicht das Digging Game. Die ich weiß, Schaufel. Aber es hat trotzdem was mit Digging zu tun. Ja, super. Wenn man das auf dem Flutspot legt, dann ja. Stimmt, das ganze. Ja, ich vermute. Beide Runner bleiben gerade im gleichen Dungeon. Down. Aber ich glaube, sie sind zu auseinander für ein High Five. Ja. Bin ich mal echt gespannt, ob Thies da noch irgendwas Interessantes hat, weil bis jetzt habe ich jetzt nichts gesehen, was in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen ansatzweise interessant wäre. Oder vermisse ich da was? Da jetzt auch nichts gesehen. Jetzt noch die Big Chest. Die nächste Fetch Quest. Sehr schön. Hooray, das ist natürlich immer bombastisch. Fetch Quests über Fetch Quests. Ja, aber damit hätten wir sie ja alle zusammen. Fast. Eine fehlt noch. Oder fehlt. Ja, Pilz ist auch vor allem einfach abzugeben. Die haben sie mit Flöte. Der Flöte erst recht. Das ist natürlich die Frage, ob man da nicht doch lieber wartet, bis man den Sumaria oder das Powder hat, um dann Fake zu powdern. Das ist so der Punkt. Da haben wir schon. Und da hat Ilus auch schon seinen ersten Crystal so nach einer halben Stunde. Und 75% des benötigten Inventars. Ja, anders da kann man es jetzt gerade noch nicht beschreiben. Ich meine, wirklich nicht. Es war jetzt nicht wirklich überraschend, dass in T-Sound nichts liegt. Die werden geballt irgendwo auftauchen. Wie wäre es jetzt, was weiß ich, der Fire Rod dann auf der Laser Bridge oder so? Das wäre zumindest mal noch lustig. Oh, das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass du. Ja, dass Turtle Rock nicht firelocked ist, oder? Oh. Sag das mal nicht zu laut. Ich hatte das schon mal gehabt. Ich glaube, da habe ich sogar gegen Magno geraced damals. Da war der Fire Rod tatsächlich auf der Laser Bridge. Wenn die Key-Logik das so hergibt, dann kommt man da auch erschreckend rein. Aber es kommt tatsächlich nicht häufig vor. Da braucht man sich ja keine Illusionen zu machen, dass man Angst haben muss, dass es öfters vorkommt. Dann müssen die Keys echt speziell liegen, um das überhaupt so weit zu treiben. Ich hatte den Fire Rod auch schon mal dann in der Kettenhund-Chest. Und unten links war kein Schlüssel. Es war ein Kies, nicht die Sanity, es war ein, glaube ich, Retro. Aber habe ich mir auch gedacht, okay, das ist die Chest, wo man normalerweise nur mit Firewatch hinkommt. Ja, gut. Da ist drin. Ja, andere Modi werfen an die Regeln ein bisschen um. Ja, natürlich. Wenn man Inverted spielt, kann auch der Hammer sowohl als auch die Key of the Laser Bridge sein. Beides lebt. Inverted ist toll. Wie gesagt, ist die Rando-Seite nicht für Anfänger. Die Gegner in der Dark World, die they hit like several trucks. Oh,
Oh, Sikit. Natürlich die Frage, was wird jetzt, was wird Magno jetzt machen? Ich meine, er hat jetzt noch die Möglichkeit. War ein Skalbutz gewesen? Ich glaube nicht. Können die Daumen drücken, dass der weiter runter rennt zum Digging Game. Ja, das wäre natürlich ja, kurzer Freeze bei Magno. Ich denke mal, es geht gleich weiter. Weise des Frieses war. Ja, okay, Moment. Ja, Timer läuft nicht weiter. Ja, Magno hat halt auch die Möglichkeit, erstmal den Schmied abzugeben und kann es dann mit der Schaufel relativ gut reinrouten. Wird aber halt Skalwurz jetzt erstmal beiseite liegen lassen, was man sowieso nicht gerne macht, wenn man sowieso kein Fire Rod hat. Wenn natürlich der Fire Rod da drin liegt, ist natürlich doof. Wenn Fire Rod natürlich in Hera liegt, ist es genauso doof. Auch da die Möglichkeiten gibt's. Und Illus hat gerade gezeigt, dass tatsächlich das Buch für die Tablets vollkommen irrelevant war. Ja, und auch für Desert kommt man ja jetzt auch über Blöd und Mitz rein. Eben, genau. Also das Buch war vollkommener Bait. Vollkommen irrelevant. Wo die Frage da gerade ist, magst du Retro? Ich? Ist mir egal. Ja. Also Retro mache ich, spiele ich nicht häufig, das stimmt. Aber vielleicht auch deswegen, da ich mir einfach nicht merken kann, wo diese dämlichen Take-Any-Caves versteckt sind. Ich hatte irgendwann mal eine Karte aufgerufen, da sind viele, viele bunte Punkte drauf, wo überall die Dinger sein können. Und gedacht, gut, dann spiele ich lieber Cross-Keys, dann muss ich so oder so in alle Dings rein. Da ist mir es dann egal. Ich finde halt Inverted in gewisser Weise toll. Spiele ich auch meiner Meinung nach deutlich zu selten. Wollte ich öfters. Ich habe letztens irgend so einen Modus gesehen, da war das. Ah, genau, da hatten sie das mit den Triforce-Teilen gemacht. Dass irgendwie jeder Boss hat einen Triforce-Teil. Und dann, ähnlich wie bei der Triforce-Hand, brauchte man, ich glaube, 8 davon. So, nochmal ein bisschen retroiger. War das denn bei dem Leiterrennen? Das kann sein. So, Triforce-Hand. Auch ein Modus, den man sich schon ein bisschen dran gewöhnen muss. Ganz ehrlich. Ja, es gibt so viele schöne. Gibt so viele schöne Modi. Man muss nicht immer Vanilla Open spielen. Ja, man kann sich das alles so einstellen, wie man das möchte. Man kann die verschiedensten Einstellungen hier nehmen. Ich meine, das ist. Ambrosia ist es noch der harmloseste von allen. Aber wer das Spiel Magno gegen Illus, sondern das erste Race gesehen hat, kann das schon echt interessant werden. Das war Inverted Keys, oder? Ja. Auch hier die Schaufel hier. Vollkommen irrelevant. Dafür sehen wir jetzt hier bei Illus ein Diver Down mit Bomben. Und wie zu erwarten, gleich beim ersten Mal. Und ich denke mal, auch Magno wird ihm dann relativ zeitnah folgen und wird ihm dann auch nach dem Check von Bombus, der wird auch ins Swamp reingehen. Es ist halt die Frage, ob er sich dazu entscheidet, Left Side Swamp mitzunehmen oder ob Magnus sagt so, nein. Ich baue mir die. Ich fahre mir. Left Side Swamp ist nie was. Außer wenn was ist. Das ist die beste Aussage immer. Ja, wir werden es jetzt gleich sehen, ob es was ist. Es ist zumindest mal ein Big Key. French Vanilla. Aber ein Bogen!
Das ist jetzt natürlich so ein Punkt. Wer weiß, wo der zweite Bogen liegt. Aber das ist hier Progressive Bow. Das ist nicht so, dass... Ja, genau. Okay. Ja, das ist Progressive Bow. Aber man weiß halt nicht, wo der zweite liegt. Der könnte jetzt quasi fast auf dem Weg liegen. Bowlock sein. Oder auch Bowlock sein. Oder auch in GT. Letztendlich, wo er auch häufig zu finden ist. Ja, also wenn er in GT wäre, wäre er doch Bowlocked wegen Pot. Ja, genau. Erkannt. Jo, aber die beiden sind quasi jetzt wieder auf der gleichen Route. Ja. Hatten zwischenzeitlich ein bisschen Divergenz, aber sind jetzt wieder im gleichen Dungeon angekommen. Ja, sieht man mal, wie der Seed ein da durchlotst. Und der Bogen macht es natürlich auch Pot gleich auf. Der nächste Crystal, den man holen kann. Mit seinen 5 Items, die man rausholen kann. Swamp hat 6 Items, die man rausholen kann. Also das ist tatsächlich... ist alles relativ lukrativ. Was die beiden jetzt noch gerne hätten, wären Sumaria für Maya und der Fire Rod. Und dann die Freude der Suche nach dem Quake. Und wir wissen ja auch nur, was Maya braucht. Ja, kann natürlich auch hier Vanilla sein. Dann wäre dann das Ether Medaillon. Da dürfte die noch mehr suchen, weil es so toll ist. Aber bevor... Ja, vor Sumaria werden sie die Boots auch nicht abholen können und so. Wer weiß, ob die Boots überhaupt required sind für Desert. Das ist auch noch so ein Punkt. Fire Out of the Nenmolas zum Beispiel. Oder hier natürlich der Single Rupee, der darf in keinem Seed fehlen. Oh, aber der Bogen, aber Bogen auf Last Zeit Swamp ist schon mal etwas tricky. Und Magno rennt erstmal durch. Also ja, wenn er nochmal reingeht, könnte das ein kleines Problem werden. Ja, es wird kein Problem, wenn der Bogen nicht doch noch irgendwo auf dem Weg liegt. Wie jetzt zum Beispiel hier auf dem Pilz in, was weiß ich, in Pot Eastern, was man noch kurz reinschnuppern könnte. Ice Palace. Ich meine, wir haben ja auch mittlerweile das Bombus-Medaillon. Guck mal wunderbar in Ice Palace rein. Illus hätte jetzt auch ersetzen können, um mal zu Fake Powdern. Aber er hat sich dagegen entschieden. Na, resetten, ich glaube nicht, dass er einen Safe and Quit gemacht hat. Er hat nämlich gemirrored und ist dann mit der Flöte. Ja, ja, okay, stimmt. Dann... Da ist natürlich mit Reset taktisch unklug gewählt, ja. Um es nett auch zu formulieren. Nee, ich habe letztens so 3 Seeds gesehen, da war der Mad Better tatsächlich relevant. Ja, gut. Aber der Pilz kam jetzt auch relativ spät und das Powder kommt noch viel später. Die Chance, dass da jetzt noch was Wichtiges drauf liegt, ist eher gering. Halt die Frage, ob man es an dem Zeitpunkt dann überhaupt macht, ein Fake Powder dann ohne Sumaria. Ist natürlich schwierig umsetzbar, noch schwieriger, wenn der Sumaria halt irgendwo, was weiß ich, ganz hinten liegt, Go-Mode-Item oder so. So, Magno, du möchtest wieder reingehen. Könnte hilfreich sein, ja. Du hast noch 3 Items, die du brauchst. Oh oh.
Ja gut, er pokert jetzt so ein bisschen. Ich meine, er weiß, dass Illus ein starker Gegner ist. Und durchaus sind wir jetzt an einem Punkt, an dem Set, in dem er schon anfangen könnte, so ein bisschen zu pokern. Und es gibt zwei Bögen in diesem Seed. Da okay. Kann man natürlich so. Maya ist offen, Maya ist Bombers. Kommt noch hinzu, wiederum zwei Items. Mein eins kriegt er, das andere wird er nicht kriegen. Aber für Illus ist halt natürlich hier Pot natürlich ultra lukrativ. Ist ein Crystal, kann er abschließen. Kann er full clearen. Wird mitgenommen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Illus so mit dem Gedanken oder im Hinterkopf hat, dass man vielleicht auch noch zumindest mal in Isana mal kurz reinschnuppert, schaut, könnte was in den ersten 2, 3, 4, 8, 10, 20 Kisten liegen. Hast du das gerade auch gesehen? Ja. Tesat ist Bowlocked. Ich würde Bootslocked sagen, aber ja. Ja, Bootslocked, ja. Bootslocked, zumindest. Logisch, er könnte natürlich. Ist definitiv Bootslocked. Ja, logisch Bootslocked. Er kann natürlich auch. Ah, ne, Moment, der große Biki. Ah, schon gut. Der Biki ist auf der rechten Seite. Das bedeutet, das wird es mit rausholen etwas schwierig werden. Seidenmagno kennt irgendwelche erlaubten Glitches, die er nutzen kann, aber nein. Ich wüsste keinen. Natürlich die Frage, würde Magno jetzt trotzdem noch in Maya reingehen, obwohl er bloß ein Item rausholen kann? Ich würde mal fast behaupten, nein. Auf jeden Fall werden die Boots definitiv hard required sein. Sie werden hinter dem Sumaria und hinter dem Quake liegen. Da gehe ich mal stark davon aus, Boots werden Go-Mode-Item werden. Ach, wir können immer noch hoffen, dass der Firewatch auf Glanmolas liegt. Aber das wäre evil. Es kommt halt immer darauf an, wo die Boots liegen, wo die Schlüsselkonstellation ist. Das ist der Haken. Mhm. Weil Boots sind ja in Turtle Rock und wenn die relativ weit hinten sind, ist natürlich die Chance relativ gering, dass die Netz-Go-Mode-Items sind. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Firewatch, Go-Mode, Item. Ist schon witzig. Auf der letzten Seite. Ist schon fies genug, dass man nicht mal direkt nach Turtle Rock zu GT laufen kann, sondern nochmal so eine Kleinigkeit woanders ziehen muss. So ans völlig andere Ende der Karte. Und noch in die andere Welt. Wenn du lang genug dabei bist, dann wirst du sehen, dass es irgendwann mal dein geringstes Übel ist. Das sind schon ein paar andere Dinge passiert. Wo du dann auch sagst, so, die möchtest du einfach nicht erleben. Der legendäre Seed, in dem GT die letzte Voraussetzung hat, damit man Pet Dungeon beenden konnte und Pedestal nötig war, um GT abzuschließen. Oh, bei All Dungeon Kiss in den Heat durchaus drin, ja. Ich meine nicht bei All Dungeons. Ich meine, beim normalen Open müsste das doch theoretisch auch irgendwie sein. Mit dem Boots, ja. Aber auch da ist die Konstellation tatsächlich eher selten der Fall. Dass das ja, passiert. Klar, das ist wahrscheinlich eher theoretisch. Ich hatte ja schon das Pech, dass ich einen Spiegel auf Trinex hatte und mein Go-Mode-Item, nämlich das Aether Medallion, dann in Mimicave hatte. Oh. Also wenn sich einer mit miesen Seeds auskennt, glaub mir, dann bin ich das.
Also ich hatte schon echt ein mieses Seed in meiner Karriere schon gehabt. Also wenn du miese Seeds haben willst, ich gebe dir welche. Ganz viele. Ich bin zufrieden mit den normalen. Manche hasse mich dafür. Was ich nachvollziehen kann. So, Resümee Pot. Auch eher uninteressant. Mein Magno geht jetzt mutig voran. Hier ein Pot. So wie es aussieht, wird er jetzt gleich einen Bottle Glitch aufsetzen. Und. Double Dip Pot möchte man eigentlich vermeiden. Weil dann der Weg doch schon relativ weit ist. Das Einzige, was Magno jetzt noch retten kann, wäre natürlich ein French Vanilla Bogen Eastern. Das könnte mir jetzt noch so ein bisschen das Ganze retten. Green Pendel wird abgeben. Das könnte jetzt auch noch interessant werden. Oder auch nicht. Hey, immerhin ein Lebensriefel. Ja klar, auf Red Mail hat auch Illus das so bitter nötig. Jetzt mal ernsthaft. Ja. Man könnte auch Böses sagen, der hat irgendwie 10 Herzen mehr als er braucht. Ja, so könnte man das in etwa ausdrücken. War Illus nicht auch einer von den großen NMG-Spielern, die regelmäßig bei Ganon mit Greenmail stehen? Kann sein. Ich traue Illus so ziemlich alles zu, eigentlich. Wie gesagt, er ist sehr lange dabei. Er spielt es lang, er spielt es sehr häufig. Von daher. Der wird sich auch mit Green Mail 3 Herzen Master Sword auf Ganon stellen. Und ihn besiegen. Ich meine, wenn in NMG wird das nicht passieren, weil man ja die Herzcontainer aufsammeln muss. Ja, aber genau. Auf Green Mail, glaube ich, machen die keinen großen Unterschied mehr, wenn man Ganon Hack riskiert. Ja, mit Ganon kuscheln auf Green Mail würde ich abraten, weil das sind mal locker weg 8 Herzen weg. So, und damit weiß ihr das jetzt auch. Die Boots sind required. Ja. Und vor Turtle Rock braucht er sich keine Gedanken mehr zu machen darum. Natürlich die Frage, wo ist der Turtle Rock Zugang? Wo werden den Turtle Rock die Boots versteckt? Und vor allem die Frage, wo ist der ganze andere Stuff eigentlich abgeblieben? Hattest du dich noch nicht eben noch beschwert, dass innerhalb der ersten 25 Minuten 75% der Items da waren? Ja, natürlich. Kennst du die 90-10-Regel? 90% der Items brauchen 10% der Zeit und die anderen 10% brauchen die 90% der Zeit. Ja, das kann sein, wobei manchmal man auch das Pech hat, dass es dann doch noch mehr Zeit frisst, wenn man die Items gefunden hat. Jetzt bin ich mal interessiert, was Illus macht. Ich meine, Magno Eastern, klar, das war jetzt tatsächlich, um es mal nett zu formulieren, vorhersehbar. Ja, er hofft halt auch auf den Bogen, damit er sofort wieder zurück laufen kann. Ja. Den Weg nicht nochmal laufen muss. Eben. Und meine jetzt so, der Big Kegler am Anfang zu finden. Die Water Checks hat Illus ja noch gar nicht gemacht.
fehlt ja noch ein bisschen was. Aber der Bogen in Istan würde jetzt Magno tatsächlich echt in die Hände spielen. Weil der erste Bogen, den Illus gefunden hat, war halt auf Left Side Swamp, den Magno geskippt hatte. Und das recht konsequent. Wie nennt sich das, wenn ein Check, der sonst auch eine Flasche hat, aber unüblich mit Item drin. Quake! Oh. Der Kompass-Chest. Okay. Wieder ein Pendant-Dungeon, was Magno so ein bisschen in die Hände spielt. Und hat Magno jetzt schon zwei Items raus? Ich glaub ja, es wäre nicht rausgegangen. Ja gut, das ist jetzt natürlich... Also in Eastern sehe ich jetzt Illus nicht so bald reinlaufen. Also so gar nicht. Illus wird wahrscheinlich eher in Skullwoods reingehen oder Maya. Wobei beides nicht so wirklich attraktiv ist. Und jeweils ein Item, was man da rausbekommt, ist der Weg halt auch schon recht weit. Sehen wir auch schon Magnum im nächsten Play. Das geht höchstwahrscheinlich Richtung Hobo. Und eventuell danach halt auch gleich Richtung Ice Palace, wo er rein kann. Kann er abschließen, kriegt drei Items raus. Oh. Ich hab den Firewatt auch schon mal in Ice Palace. Ja. Oh ja, da versteckt er sich auch ganz gerne. Mir ist gerade erst aufgefallen, also ich habe mich zu Beginn gewundert, dass Magno, wenn er schon Pedestal prüft, nicht auch Lumberjack geprüft, aber ja, der weiß, dass da nichts sein kann. Und Illus genauso. Boots liegen halt sehr spät im Seed. Das macht es natürlich schwieriger, natürlich. Das Ziel für Magno ist es jetzt, Sumaria und Fire zu finden. Am besten beides. Wie viele Checks hat Ice Palace nochmal? Also Items kannst du insgesamt 3 rausholen, die in 8 Kisten versteckt sind. Fällt gerade auf, ich kann deine Frage von eben beantworten. Magno hat noch nicht alles aus Eastern raus. Das zweite Item ist auf dem Boss. In dem Fall. Aber das ja, hat, das habe ich, ja, das habe ich mir gedacht. Oh. Schöner Einsatz von den Bomben. Ich bin da immer wieder beeindruckt, was es da für Bomb-Placements für die Pengators gibt, die dann auch noch so flüssig funktionieren. Ja, aber man muss die geübt haben. Da muss man sich halt bewusst sein. Die muss man geübt haben. Und mangels Sumaria muss man halt hier einen Bomb-Jump jetzt aufsetzen. So etwas gibt es doch heutzutage gar nicht mehr. Doch, gibt es. Ich weiß. Die wenigsten wissen, dass es auch da auch 2 gibt, die man machen kann. Aber einer wird in der Regel meistens benötigt. Oder macht es einfacher, sagen wir es mal so. Aber das hängt ja nur von der Logik ab.
der war schön. Weil wenn du jetzt gesagt, wenn du jetzt nur sagst, benötigt, also benötigt Bombshump und nein. Keylogic, würde ich nicht im gleichen Satz nutzen. Ja, natürlich wird Bombjump sind nie in Logik. Benötigt ist hier natürlich im anderen Kontext zu verwenden. Weil es macht halt schon das Routing angenehmer durch Ice Palace durch, wenn man ja, Bombjump macht. Letztendlich, je nachdem, wie die Keys liegen, kannst du den Dungeon auch ohne Somaria abschließen. Da darf man halt nur kein Small Key auf Coldstair liegen. Irgendwo mal ein Video von jemandem gesehen, der war von Ice Palace so verwirrt, also Vanilla, dass er der festen Überzeugung war, dass Somaria required ist, um den Ice Palace zu lösen. Und meinte, das wäre ein ziemlich komisches Game Design, dass man in einen Dungeon später muss, um das Item zu holen, um diesen Dungeon abzuschließen. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich weiß, man muss halt da einmal im Kreis laufen und das ist grauenhaft, aber es ja, geht. Ja, genau. Genau, es ist grauenhaft. Und logisch gesehen ist der Dungeon halt so Maria lockt, wenn halt ein Small Key auf Coldstair liegt. Auch das muss man sich bewusst sein. Mal diese Leute, die die Seeds lesen und die Keylogic auswendig können. Boah, wenn man lang genug spielt, dann lernt man das. Und es ist halt schon hilfreich, die Keylogic so ein bisschen zu beachten. Aber was sage ich immer ganz gerne? Logik ist was für Anfänger. Du meinst der Logik zu folgen, die Logik zu kennen und daraus zu lesen, wo man nicht vorbeigehen muss, das glaube ich ist nicht mehr ganz so Anfänger. Ja, natürlich sollte man als Runner natürlich die Logik beachten. Sagen, wann es sich lohnt, wohin zu gehen und wo nicht. Es hat mir ja auch schon ein Rennen geschenkt. Sagen wir es mal so. Hat dein Gegner die Logik nicht gekannt und hat deswegen Checks gemacht bei den. Er hat sie ignoriert, sagen wir es mal so. Mein ohne Lampe, ohne Fire Rod hot gemacht. Im Dark U lagen die Mids. Und ich war halt so intelligent und habe auf meinem Map-Tracker die Mids eben nicht getrackt und habe geguckt, wo noch eine Fire Source liegen kann. Weil irgendwo muss ja das Ganze ja logisch abschließbar sein. Und das hat mich halt tatsächlich zum Firewatch geführt, was dann mein Go-Mode-Item war. Das war der Vorteil. Also dieses Spinster, das ist auch ein lustiges Gimmick. Irgendwas ist, den man nutzen kann. In dem Raum komisch. Ja, du kannst dich auch da dran hooken. Aha, siehst du mal. Wenn du das machst, hast du das Gefühl, dass die links eigentlich offen ist. Genau das, was ihr das gerade gemacht hat. Ja. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist das gar keine echte Treppe, sondern nur irgendwie so ein Verbinder zwischen zwei Räumen, der da platziert ist und eigentlich völlig woanders stehen sollte. Was hat jetzt Coldstair? Ein Herzteil. Jo, die Firewatch Somaria. Eva nicht mehr. Ja, aber zur Maria-Hand geht weiter. Ja, mich wundert, dass Magno eigentlich das Ding aufgehoben hat. Das Herzteil hätte auch danach einfach safe quitten können und er weiß, dass auf dem Pad nichts liegt. Da ist wieder so ein Punkt, wo man ein paar Sekunden hätte
sparen können. Illus weiß noch nichts davon. Aber Magno weiß es eigentlich. Und jetzt ist halt tatsächlich nicht mehr so viel offen. Also es ist noch Maya mit einem Item, was er rauskriegt, mit aktuellem Stand. Und jetzt kommt halt noch Galwutz dazu, das noch ein Item hat, was man mit dem Stand rausholen kann. Und ansonsten bleibt denn nicht mehr viel übrig. Powder ist nicht. Also fällt die Magic Bed jetzt erstmal weg. Cape. Bamba Cave Ledge. Momentan auch noch nicht. Also irgendwas muss jetzt in Maya oder in Skullwoods halt bereit liegen. Pet ist tot. Das hat Magno schon ganz am Anfang von dem Race schon gecheckt. Da liegen 20 Bubis drauf. Elos geht jetzt auch noch Eastern, das heißt, der Quake-Vorteil ist gleich weg. Ja, und der kann Eastern auch abfließen. Im schlimmsten Fall zieht er noch was aus dem Dungeon raus, was Magno wirklich haben will. Und dann schmerzt der Bogen in Left-Z-Zoom noch mehr. Das ist, wäre jetzt tatsächlich so eine Art Worst-Case-Szenario. Wäre ja schon schlimm genug, wenn der zweite Bogen auf Dings liegt. Amos? Auf Amos. Das wäre so. Das wäre schon schlimm genug für Magno. Reicht auch schon. Aber alles andere, was noch hinterm Bogen gelockt ist, ist für Magno einfach ungünstig. Punkt. Ja. Also der Bogenvorteil kann jetzt Illus natürlich hart mitnehmen. Und ja. Mein wegen einem Item in Meierei zu gehen, mit der Gewissheit, dass man das eventuell doppeldippen muss, ist halt schon, boah. Und da war der Big Key. Und die Big Chest hat jetzt auch noch Unsinn. Ja. So wie ich das jetzt gesehen habe, ja. Zumindest mal den Pikino rauszuziehen, ist keine schlechte Idee. So kann er dann, wenn er dann Dings Somaria hat, dann gleich durchrennen. Muss dann doch extra nochmal den Pikki suchen, sondern kann direkt durch. Nächster halt, Skullwoods. Ja, für Magno die nächste Möglichkeit. Die nächste Hoffnung, dass da noch was liegen könnte. Wenn da jetzt natürlich noch der Bogen liegt, ist es für Magno schlimm. Aber vertretbar. Du hast den Quick Kill so ein bisschen versaut. Ja, so Maria auf Amos. Shit. Das ist jetzt natürlich fast ein Todesurteil für Magno. Weil der Weg nach Swamp tut. Ab jetzt richtig weh. Und ich sehe ihn auch so bald nicht in Swamp reingehen. Sei mal ehrlich. Das ja, hast du, und danach dann auch noch in Eastern, was ein Pendant ist und wo er von viel durch ist. Nicht sehr attraktiv. Ja, zumal es ist nur noch ein Item drin, es ist ein halbwegs langer Weg, er hat den Bogen
Ne? Der muss den Bogen der Esra aus Bomb holen. Was ja schon mal ein Heidenweg ist, den er gehen muss. Ja. Schon allein der Weg ist ja schon echt lang. Und das alles ohne Boots. Und er kommt an die Boots halt auch nicht eher dran. Ich weiß es nicht, ob jetzt der Fire Rod. Ich weiß nicht, ob er schon ein Item rausgeholt hat. Ich glaube nicht. Ob der Fire Rod da noch großartig hilft. Der Big Key. Ja, gut. Ja, da fast alles raus, bloß kein Item. Oh Mann, ey. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass Illus ihm gerade echt wegrennt, weil der kann jetzt Meier full clearen. Ein einzelner Dip. Eastern ein einzelner Dip. Alles für Magnum, die er double dippen muss. Ah, das zieht sich jetzt durch. Magno besucht den Dungeon. Illus. Ja, aber Magno hat aber keine Möglichkeiten mehr. Ihm bleibt jetzt tatsächlich nur noch Swamp übrig. Oder Hera Basement. Beides unangenehm. Und ich kann mir vorstellen, dass das ihn jetzt gleich echt ultra ärgern wird. Es gibt mal so oft Left Side Swamp und es hat keine Auswirkung. Dann macht man das in einem offiziellen Race und dann liegt da auch noch was. So. Ich wage es mal zu behaupten, aber das wird jetzt für Magno schwer werden, diesen Fehler jetzt quasi wieder auszugleichen. Weil du auch schon gesagt hast, er ist liegt 1-0 in Führung. Das heißt, wenn er das verliert, ist es nicht die Katastrophe. Das stimmt. Das stimmt. Er hat nochmal eine Chance, das Ganze noch irgendwie zu reißen. Aber da muss er sich dann halt im nächsten Race halt echt anstrengen, weil das nächste Race ist dann das Entscheidende, ob er jetzt ausscheidet oder weiterkommt. Das ist jetzt der Seed der Seeds. Wie gesagt, für Magno wird es echt schwer, das Ganze noch aufzuholen, weil das ist seine almost last location. Er hat nicht mehr viel offen. Er wird jetzt halt diesen langen Weg durch Swamp nochmal durchgehen, muss quasi den Weg Vanilla gehen, mangels Alternativ logischerweise. Und das, ja, es tut weh. Ich kann es ja oft genug sagen, aber es tut einfach weh. Ja, dann muss er zurück nach Pott, was ja auch eine Ecke ist. Ja, er muss er vor allem auch noch zurück nach Eastern. Er muss noch. Ja, da muss er dann halt auch noch platt machen. Das ist halt die Frage. Er wird zwangsweise nach Pott, wird er in Eastern reingehen. Weil Pott muss er abschließen, ist ein Crystal. Und da ist es jetzt tatsächlich für Eastern einfach die nächste Wahl. Punkt. Also wenn er dann nicht Eastern geht, dann ja. Is it over? Aber wie gesagt, er hat nicht immer viele Möglichkeiten. Er braucht den Somaria. Und es sieht so aus, als ob tatsächlich es hinter Somaria gelockt ist. Dann wären wir wieder bei dem Punkt Fire Rotted Turtle Rock, maybe. Nö, er ist hier. Nö, da ist er. Dann, ja. Böse Kette. Amos hat den Somaria, Somaria führt zum Firewatt. Ja, aber das ist jetzt
Damit wäre Illus genauso wie wir quasi im No-Mode. Er weiß, wo die Boots liegen. Er weiß, dass er in Turtle Rock sind und er nur noch Turtle Rock durchgehen muss. Er kann Turtle Rock komplett full clearen. Single dippen, komplett durch. Und dann fix zu den Landmollers. Und dann kann er auch schon wieder in GT. Und jetzt ist tatsächlich, ja, das wird es für Magno, ich würde es fast behaupten, nahezu unmöglich sein, das wieder aufzuholen. Oh, ich habe noch Dings vergessen, natürlich. Skullwoods muss auch noch beendet werden. Aber auch das, Illus muss es nicht doppelt geben. Ja, der rennt einfach zur Motte nach hinten durch. Holt sich vorne der Big Key, rennt zur Motte hinten durch. Und der Drops ist gelutscht. Das kriegt Magno ja, Illus hat einfach mehr gerettet. So viel Vorsprung. Er hat den Pott durch, er hat Eastern durch, er hat Maya schon fertig. Illus muss nur noch 3 Crystals holen. Und bis Magno auf dem Stand von Illus jetzt aktuell bei 1 Stunde 15 ist. Ich meine, nur noch 3 Crystals holen um 1 Stunde 15 ist natürlich auch eine Aussage. Wird natürlich auch Illus wahrscheinlich schon auf dem Weg in GT sein. Auch wenn es da mit dem Wett halt schon, ja, ein bisschen eng mit der Schätzung, aber könnte in etwa hinkommen. Magno hat einfach noch viel zu viel vor sich. Und letztendlich haben sie hier auch fast ein Old Dungeon gebastelt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir jetzt die Anzeige so angucke und bei Illus sind nur noch 3 Kristalle offen und macht er noch. Bis auf Aga 1 haben wir dann alles gesehen. Ja. Oh, und die Boots sind auch noch in der Front. Oh. Okay, das ist jetzt free. Mein Turtle Rock Go Moden ist immer so eine Sache. Aber auch Fire Rod locked. Ja. Mein Turtle, wie gesagt, Turtle Rock Go Moden ist halt schon für sich eine Sache. Manche Runner würden sich dann da entscheiden zu sagen, okay, sie gehen nur mal raus, weil den Weg müssen sie so laufen. Sie waren nur nicht weit im Dungeon drin. Man lässt Turtle Rock jetzt erstmal liegen, holt die anderen 2 Crystals, geht dann nochmal hoch und geht dann in Turtle Rock rein. Kann man machen, muss man aber nicht. Naja, hatte ich auch schon mal gedacht, ob man dann rausgehen sollte, aber man ist da schon drin und man weiß, man kann durch. Und jetzt insbesondere der Biki lag auch so früh, das heißt, da ist man 0,nix durch. Ja, nicht ganz 0,nix, aber schnell. Ja, man kann es halt überlegen, weil, wie gesagt, man muss den Weg sowieso laufen. Ich glaube, das ist jetzt eher mehr Geschmackssache, ob es jetzt zeitlich was bringt. Kann ich tatsächlich jetzt von dem Standpunkt aus tatsächlich nicht sagen. Illus kann es go-moden. Soweit wie es halt für Turtle Rock möglich ist. Und da wird er jetzt durchrennen. Ich meine, er hat den Wiki schon, da kann er die Lava Chest auslassen. Was er noch braucht, ist noch ein Small Key und dann kann er eigentlich zu Trinix durch. Der Small Key könnte aber in der Big Chest sein. Ja, einer könnte in der Big Chest sein. Aber die Chance, dass der eher mit auf dem Weg liegt. Sprich jetzt hier oder auf der Laserbridge ist halt schon möglich. Natürlich wäre es ärgerlich, wenn es natürlich jetzt nur in der Big Chest wäre.
Aber auch das würde Magno nicht mehr retten. Nee, selbst das würde Magno nicht mehr retten. Magno ist übrigens Richtung Eastern reingegangen. Ja, wenn er schon mal da was, das heißt, er wird dann auch gleich seinen Sumaria bekommen. Ja, es ist halt jetzt echt schwierig für Magno, dieser Left-Side-Swamp-Skip. Ja. Wie gesagt, man macht es 20.000 Mal und von den 20.000 Mal gehen halt 20 Mal schief. Wenn es dann halt dummerweise in so einem Race passiert, ist es natürlich ultra ärgerlich. Besonders wenn man halt schon so weit in dem Turnier halt gekommen ist, dann möchte man halt doch schon so weit kommen wie möglich, und dann hat man es geschafft, Illus zu besiegen, ein starker, sehr erfahrener Runner, und dann passiert sowas. Wie gesagt, es tut weh. Und ich denke auch, Magno ist sich der Situation noch durchaus bewusst, dass er halt diesen groben Schnitzer da begangen hat. Und dass er das höchstwahrscheinlich nicht mehr retten wird. Ich kann jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass Illus da tatsächlich noch ein echt grober Schnitzer in dem Race unterlaufen ist, um das vielleicht noch hinzubiegen. Ich meine, wir wissen. Schwierig. Da hat Illus auch seinen fünften Crystal in der Hand. Ziemlich exakt im gleichen Moment, in dem Magno sagt, dass Ben dann kann hier liegen bleiben. Ja, ich meine, ich kann Magnus Play gerade verstehen, in der Hoffnung, dass er vielleicht die Boots in der Front hat und sich vielleicht dann doch vielleicht so ein bisschen kleinen Time-Diff holt. Oder er hofft einfach in der Front den Fireball zu finden. Jetzt macht er auch noch einen. Ja, okay, ein TR-Dip, aber er kommt nicht weit. Ist trotzdem noch mal mehr Time los. Aber er wird halt die Boots finden. Ja, aber das führt ihn. Das macht ihm eigentlich noch. Also führt ihn eher noch auf die falsche Fährte, weil dann auf einmal die Boots-Checks offen sind. Ich denke mal, er wird keine Off-Checks mehr machen. Er wird jetzt die Dungeons durchlaufen. Die Boots könnten für ihn tatsächlich noch einen kleinen Time-Save bedeuten, weil er halt Desert und Maya halt in einem Rutsch zusammen abschließen kann. Er kommt nicht zu den Boots, er hat den Firewatt nicht. Oh, die sind ja auf der rechten Seite. Ich meine, er hat den Vorteil, dass er. Ja, nee, die waren auf der rechten Seite. Er hat den Vorteil, dass er sehr schnell weiß, dass er ohne Firewatt nicht weiterkommt, aber es ist trotzdem wieder ein ziemlicher Timelost. Ja, das ist jetzt echt ein Timelost. Das ist jetzt tatsächlich, der stimmt, die Boots waren auf der rechten Seite und damit Firewatt lockt. Oder er kriegt den BQ und geht raus. Er kann nichts anderes machen. Ja, eben. Ja, aber mit diesem Play sieht man, dass Magno weiß, dass er das nicht mehr retten wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann am Ende tatsächlich auch vorfaden wird, wenn Illus durchgelaufen ist. Der jetzt übrigens seinen sechsten Crystal in den Händen hält. Nicht den siebten? Nee, er muss noch deshalb machen. Ah, stimmt, das war ja erst die Motte, stimmt. Ah, ist spät. Er muss erstmal zu den Mehlwürmern durch. Thank you.
auch, das ist nur noch eine Frage von einer Minute maximal, bis Illus seinen Hidden Crystal in den Händen hält, beziehungsweise der Big Key, welches jetzt Smoky holen. Weiß er auch, dass das Ding ganz butzlockt ist. Und der Big Key wird auch irgendwo auf der rechten Seite liegen. Also das wird jetzt auch relativ zügig vonstatten gehen. Ja, alles in allem würde ich sagen, dieser Skip bei Magno hat er den ganzen Zietlich gemacht für ihn. Mich würde es aber allerdings noch interessieren, und es wird wahrscheinlich gern uns dann in Phase 4 dann verraten, wo die Silvers liegen. Aber das würde mich jetzt interessieren, ob das nicht in vielleicht auch Hera Basement sein könnte. Ich hätte eher den Verdacht, dass die irgendwo in seinem Tower liegen. Möglicherweise sehen wir es auf dem Weg noch. Ja. Aber dann würde man sehen, dass das tatsächlich keine Alternative gewesen wäre. Könntest du mir mal was verraten? Weil ich habe mal gehört, wenn Illus so seinen siebten Crystal aufhebt, dann wird doch in der Regel was gespielt, oder? Da war irgendwas mit einem Ratespiel, dass VG ja den großen Schlüssel braucht, den großen Wiki braucht, damit man den Climb beginnen kann, anfangen kann, und den sucht man dann irgendwo im Keller, und im Keller sind 22 Locations, und manche Leute mögen es darauf zu wetten, welcher der 22 Locations es sein könnte. Nicht? Kann man nur... Oh, Glücksspiel böse. Ja, ja, genau. Aber ich würde sagen, bei Start geht's los, und dann raten wir alle einfach mal drauf los und gucken, wie schlecht es ist. Ich glaube, zu gewinnen, das ist sogar ein echt mieses Glücksspiel, weil man kann einfach nichts gewinnen. Außer... Ja, aber du hast auch nicht so viel Einsatz. Also es gleicht sich dann wieder aus. Ja, gut. Ich setze 1000 Kanalpunkte auf 6. Ja, mieses Glücksspiel, wenn man da nur ein Shoutout bekommt und gesagt, hey, du hast die richtige Zahl geraten, Glückwunsch! Kauft dir davon einen Keks. Hat man nicht gesagt, wir verraten ihnen dann die Adresse, wo sie sich selber Seeds erstellen können? Sodass sie in Zukunft das auch selber spielen können? So, der Top-Gewinn, das große Geheimnis. Das 90% der Leute schon kennen. Tolles Geheimnis. Ja, Leute, jetzt habt ihr noch die Gelegenheit. Haut eure Schätzungen raus, noch könnt ihr. Weil sobald Illus dann den Dungeon betritt, ist vorbei mit Raterei. Dann wird gezählt. Da ich es verdammt gut kann, nämlich gar nicht, könnt ihr nicht auf mich zählen. So, und damit stopp. Die Watte quillt. Okay, hoch. Rechts. Die links. Ich hatte immer die Hoffnung, stirbt zuletzt, aber. Zeitung wird geskippt. Was heißt, Illus geht full right?
Naja, wenn der Biki da nicht liegt, dann wird er Meron und geht dann ins Dalfos Room weiter. Beziehungsweise holt sich vorher noch den Smoky, logischerweise. Boah, das letzte Medaillen kann man mal mitnehmen. Die 6, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jupp, es ist die 6. Darf ich mich jetzt selbst benennen? Dieser Koval White hatte, glaube ich, die 6, sehe ich gerade im Chat. Was, echt? Ach, dann. Herzlichen Glückwunsch, Koval White. Dieser doofe Kerl, der nichts kann. Alles klar. Ich weiß, wo sein Haus wohnt. Wir wissen, wo dein Auto ruft dann. Ja, jetzt ist es alles nur noch reine Formsache, was hier Illus macht. Das ist das, was er zigtausendmal schon gemacht hat. Und ja, also mein typischer Spruch dazu ist, er könnte jetzt auch schon in die Küche gehen, Abendessen machen, die Hände spielen, den Ziel alleine für ihn zu Ende. Also ungefähr. Nur so einfach in den Händen drin ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, Illus braucht da wahrscheinlich gar nichts mehr nachdenken. Das macht er alles im Autopilot. Da durchrennen. Es sei denn, die Gegner springen dumm zur Seite, dann vielleicht, aber ansonsten. Das läuft jetzt autopilotmäßig ab. Und mit dem Equipment. Erst recht. Ja. Das läuft jetzt vollkommen automatisch. Oh, guck mal, beide bei Lanwo. Sogar meine Zeit gleich. Alles ist gut. Nochmal zum krönenden Abschluss, aber beide simultan in Monas gelegt an zwei verschiedenen Orten. Und das auch noch simultan, das ist... Ich like mein Magno bekommt einen Kristall daraus und ein Cape und Illus gar nichts. Ja, ist zwar nicht ganz fair, aber... Ja, gut. Illus braucht ja auch nichts mehr. Der ist auch glücklich so. Ja, ich vermute mal, dann werden wir die Silvers auch nicht mehr sehen. Nein. Glaube ich auch nicht. Mein Illus hat jetzt relativ wenig Anreiz, noch irgendwas aufzumachen. Der ist auf 16 Herzen, hat das Cape, hat Butter. Und Magno wird wahrscheinlich nicht mehr bis dahin kommen. Ja, das befürchte ich allerdings auch. Und ich glaube auch nicht, dass Magno Chitty noch betreten wird. Ich kann es mir jetzt gerade nicht so wirklich vorstellen. Wenn er jetzt noch im Kleinen wäre, würde er wahrscheinlich den Seed noch zu Ende spielen. Aber bei so viel Vorsprung, den Illus mittlerweile hat. Ich glaube es nicht. Ja, nicht schon gut. Ich habe gerade überlegt, ob wir gleich nochmal so einen quasi Boss-Synchron haben, dass beide zeitgleich zu ihrem Boss runterfallen. Nee. Aber Magno wird doch noch auch relativ schnell mit der Motte fertig sein. Magno wird wahrscheinlich die noch nicht betreten haben. Dann muss ja Turtle Rock noch beenden. Um kurz dem Chat zu antworten. Kommt noch erschwert. Ja, das ist halt genau der, das ist halt genau der Punkt. Ja, ob das ein Triple war bei Illus. Das nicht, das weiß ich aber. Aga ist halt mal wieder auch. Ist auch wieder gnädig. Aber jetzt.
Gold Sword. Red Mail. Was soll für Illus jetzt noch schief gehen? Er hat noch volle Half Magic. Das ist. Vergiss nicht, nach Ganon wartet noch der wahre Endgegner, die Brücke. Okay. Das wär natürlich auch wieder so ein funny Gimmick, wenn das einfach ignoriert. Und dann einfach runterfällt. Aber ich glaube, auch das wird eher nicht passieren. Nee. Eine schöne Art, die zweite Phase zu machen im One Cycle. Bin immer wieder total neidisch, wie sie in dem Ring mit den Feuerfledermäusen stehen können und dann da drin rumlaufen, ohne sich treffen zu lassen. Ist gar nicht mal so schwer. Tatsächlich. Ja, es ist Übungssache, aber. Darf man trotzdem neidisch sein, dass andere Leute so viel mehr Übung daran haben. Der Illus spielt auch schon ein bisschen länger als du. Okay, ein bisschen arg viel länger als du. Weiß ich gar nicht. Also das Vanilla-Spiel habe ich damals schon gespielt. Wohl kaum. War natürlich nicht so intensiv. Mhm. Geschweige denn mit den Möglichkeiten. Ja. Ich hab mir tatsächlich mal sagen lassen, dass man gerne tatsächlich auch ein Vanilla-Spiel so besiegen könnte. Ja. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also ich bin damals nochmal zu Zelda gekommen, als ziemlich viel von den Glitches untersucht wurde. Und da wurde halt dann auch geguckt, wie schaffen wir es, wie kann man den größten Teil des Spieles Swordless machen, wie kann man die Phasen davon nochmal zurücksetzen. Und da kam halt auch auf, dass man ohne die Silvers trotzdem Ganon besiegen kann und mindestens Master Sword braucht. Cool. Und damit würde ich sagen, Chichi an Illus, der den Sieg beendet in einer offiziellen Zeit. Von einer Stunde 36 und 31 Sekunden. Und das war auch der Punkt, wo auch Magno dann auch geforfeitet hat. Und sich gesagt hat, Illus ist durch, ich bin noch nicht in GT. So, what? Moment, 1:36:20, 1:36:31 hat dann Magno aufgegeben. Deswegen ist der genau Timer dort. Also auch hier Chichi auf jeden Fall an Magno tapfer geschlagen. Aber eine Entscheidung kann halt dummerweise auch eine Race durchaus entscheiden. Das lernen wir daraus. Left Side Swamp. Nicht unterschätzen. Wie gesagt, man kann es 20.000 Mal machen. Ja. Es geht 20.000 Mal gut und dann machst du es. Und dann sind es von den 20.000 mal 20 Mal, wo es halt schief geht. Ja, und auf der anderen Seite, wenn du es mitnimmst und hinterher erfährst, dass es die Minute war, die der Gegner dann schneller war, weil er mit der er gewonnen hat, weil er halt Swamp nicht gemacht hat, ist auch doof. Es ist halt Rando. Genau, das darf man halt nicht unterschätzen. Das ist Rando. Daher. Gucken wir mal, vielleicht kommen die beiden noch zum Interview. Wobei das Ganze wurde ja auch international gerestreamt. Von daher kann es natürlich sicher sein, dass das Ganze ein bisschen länger dauert, bis die zu uns kommen können. Man erst das englische Restream. So you're saying they prefer to speak with the English people instead of speaking to us? Mir fällt gerade auf, ich habe nicht aufgepasst, was in Ganon gesagt hat, wo die Silvers waren. Keine Ahnung. Ja, ich mache jetzt einfach nochmal das Wort auf. Ich meine, wir müssen einen Moment warten und Zeit überbrücken. Und. Light World. Sagt Nervendeutsch.
Ja gut, es könnte. Bonkrock sein. Oder Kingstomb. Das haben wir beides nicht gesehen. Ich habe mit Kingstomb nicht. Weil tatsächlich bei Botswana Go Mod, von da haben wir beides nicht gesehen. Von daher hätte das Magnum tatsächlich auch nicht retten können. Und von daher, ja, kann es durchaus sein. Wie gesagt, hätte Magno nicht gerettet. Ja, jetzt kann man eigentlich nur noch drauf warten, bis Illus kommt. In der Zwischenzeit kann man mal gucken, vielleicht gibt es dann noch die Tage noch ein paar interessante Races. Kann man gucken, ob ich das irgendwo finde. Hatten die beiden schon einen Zeitslot für Race 3 angesetzt, für den Fall, dass es nötig wird? Nee, glaube ich nicht. Also jedenfalls ist im Shuttle nichts eingetragen. Morgen Jaggermod gegen Muggelcharm. Runde 2 um 19.10 Uhr. Jaggermod auch in der deutschen Community nicht ganz unbekannt. Ansonsten am Freitag Matt gegen FaZe. Was sagt denn der Challenge Cup dazu? Computer sagt nein. Morgen nix, aber übermorgen. Duden gegen Winter. Einmal morgen, einmal übermorgen. Um 9 Uhr abends. Auch da. Auf jeden Fall. Interessant. Wenn ihr natürlich der Meinung seid, dass diese beiden Quatschköpfe hier die miesesten Kommentatoren sind, die ihr jemals gehört habt, fühlt euch frei, tragt euch selbst als Kommentatoren ein, seid mit dabei, wenn ihr genauso doofes Zeug labern könnt oder sogar noch besseres doofes Zeug, dann dürft ihr euch gerne hier bei uns in der Community melden. Es werden immer Kommentatoren gesucht. Ich sehe hier im Schedule noch irgendwas in einer Stunde. Ja, okay, nicht ganz eine Stunde, dreiviertel Stunde. Schulzer versus Jet. Game 1, aber ich weiß nicht, aus welchem Turnier das ist. Ach, das ist auch Main Tournament. Tatsächlich, Schulzer ist Main Tournament. Um 0.10 Uhr. Also vernünftige Leute. Ja. Ja, vernünftige Leute liegen um die Uhrzeit im Bett. Ja, aber man kann ja auch vom Bett aus noch so ein bisschen gemütlich Randomizer genießen. Das ist ja nicht so, dass sich kommentieren. Kommentieren, glaube ich, sollte man vorsichtig sein, sonst ist man möglicherweise einfach irgendwann weg und sagt nichts mehr. Aber zuschauen. Ja, gut, okay. Also ich werde im Stream einschlafen, ist eher selten, weil mich stört dieses Geflimmer, dieser Lärm. Da kann ich nicht schlafen. Man könnte überlegen, dass man so ähnlich wie Fußballspiel-Radioübertragung einfach nicht den Stream überträgt, sondern einfach nur alles erzählt. Dann könnten die Leute, die nicht flimmern sehen wollen, sondern einfach nur zuhören, das genießen. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, aber wer will das? Als Zuhörer oder als Radiomoderator? Sowohl als auch. Okay. Zumal ich persönlich sowieso mit Fußball absolut nichts am Hut habe. Ja, also. Das schaue ich mir lieber Randall an.
Klar, in dem Fall müsstest du dann random moderieren, wobei ich mir das auch sehr interessant vorstelle. Und jetzt ist er in Eastern und die Chest hat dies und die andere Chest hat das und jetzt, der geht nach Amos, nach links, nach rechts, er weicht aus und Pfeil, gewonnen. Oh ja, das müsstest du echt mal machen. wie so ein Sportmoderator. Einfach mal random kommentieren, das ist doch schon mal was Lustiges. Ich mein, und er läuft nach rechts, das ist der Goal, das ist das Item, das er gesucht hat. Und nein. Die Zuschauer jubeln. Ja, genau. Aber der Schiri, der sagt, lässt es nicht zu. Gelbe Karte. Ja, nee, das kann man nicht bringen. Das funktioniert. Und da ist der Potion-Verkäufer und er zeigt ihm rot, das rote Cape. Damit ist er im Go-Mode. Oh Gott. Du kommst schon wieder auf verrückte Ideen. Das ist doof. Es gab irgendwann mal einen Restream, der hatte zwischenzeitlich richtig böse technische Probleme. Und da hat halt dann auch Ton funktioniert. Man hat halt nur noch die Kommentatoren gehört und Videoübertragung hat nicht mehr geklappt. Und da hatte ich dann auch gedacht, eigentlich müssten sie sich jetzt in die anderen Streams reinschalten und von dort aus so kommentieren. Ja gut, das kann man durchaus machen, ja. Man bei der Umstellung von Java war ja vorher noch, bevor das Java dann komplett JavaScript dann rausgenommen worden ist, man das Ganze über dann über Discord gemacht worden ist, gab es ja auch die Umstellung. Das war ja schon heftig, was da noch für Probleme waren. Und da kam auch so das ein oder andere Commentary so zustande, dass man zwar so ein bisschen die Runner gesehen hat, aber auch nicht so ganz, weil das Overlay noch nicht gestimmt hat. Und dann musste man das halt auch darüber so machen, irgendwie dealen. Glücklicherweise gehören alle diese... Hallo. Aranda. Hallo, GG. Oh Gott, wo kommen die denn jetzt her? Ja. GG euch beiden. Jo, GG. Also ihr habt echt ein interessantes Race geliefert, weil ihr wart häufig in den einzelnen Dungeons fast gemeinsam mit ein paar Sekunden Unterschied. Das war schon witzig. Ja, ich glaube, ich habe noch nie so oft den Hookshot benutzt wie in diesem Ziel. Ja gut, Boots into the Rock ist ja schon nicht ganz nett. So, ich persönlich finde sowas gar nicht schlimm. Wenn ich lese Boots in Turtle Rock oder Boots in GT, dann weiß ich, gut, ich brauche nicht doof die Overworld abchecken oder genau. mein Gegner muss dann auch genauso laufen wie ich und dann gibt es halt keinen Advantage oder Disadvantage, so was das angeht. Genau, das ist. Ich finde das tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich habe gedacht, Boots in Turtle Rock. War mir aber nicht sicher, habe meinen eigenen Stream dann nochmal angemacht und dann bei Minute 10 nochmal rüber geguckt. Ach, der wirklich Turtle Rock? Okay, gut. da war ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das so schnell weggeklickt. So. Gar nicht richtig hingeguckt. Aber am Anfang war das Seed ja schon relativ linear. Ich meine, so Flöting, Kakariko. Wald. Ja gut, aber das ist halt immer der Anfang, der ist eh immer sehr ähnlich. Also ich fand das Early Game so einigermaßen interessant, weil es dann mit dem Hammer quasi schon die Entscheidung gab, geht man jetzt Dark World oder geht man jetzt zu EDM rüber. Und ich fand das Early Game eigentlich schon recht interessant, weil quasi bei Minute 30 konnte man fast überall sein. Ich habe schon vermutet, noch 20 Minuten später und ihr seid im Go-Mode, wird es ab 1 werden, wenn es noch so weitergeht. Nee, das ist Ambrosia, das ist immer Müll. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich glaube, aber wenn es einen anderen Modus gibt beim nächsten Match, aber gibt es halt definitiv. Ja stimmt, das kann ja dann nicht mehr Ambrosia sein bei einem Best of 3, oder? Das stimmt. Den gleichen Modus kannst du nicht im nächsten Spiel geben. Okay, kann das dann aber immer noch Inverted Key sein?
Ja, wenn das wieder eine Karte bekommt. Ja, wenn das wieder eine Karte bekommt. Also. Jetzt hat es null. Ich finde das okay, dass wir im nächsten Race keine Ambrosia spielen können. Entweder Tournament Hard oder Tournament Keys wahrscheinlich. Die haben beide drei. Wahrscheinlich. Drei zumindest muss ich dann keinen GTP Key mehr jagen. Ja, letzter Seed. Aber jetzt einmal zu diesem Seed, Magno. Ich weiß, wahrscheinlich hat man dich schon im englischen Restream darauf angesprochen. Ja. Bogen Left Side Swamp. Ich bin okay. Also ich finde das okay, wenn ich zu Left Side Swamp verliere. Ich dachte nur, dass da der Sumaria liegt und dann Bogen in, weiß ich nicht, irgendwann in Turtle Rock oder so. Aber naja. So rum ist es halt egal. Egal, was da lag. Ist okay, zu Left Side Swamp zu verlieren. Ja, ich habe ja schon im Stream vorhin schon auch zu Markus gesagt, du lässt 20.000 Mal Left Side Swamp aus und von deinen 20.000 Mal ist halt 20 Mal was drauf, was wir brauchen. Du hast halt die 20 Mal gerade mal getroffen. Ja, passiert. Ist halt blöd. Ich meine, du warst ja schon einen Sieg voraus. Jetzt ist es Ausgleich. Sprich, du hast auch nochmal die Chance, genauso wie Illus, jetzt das Ganze nochmal rumzureisen mit dem nächsten Modus. Und ich denke, ihr beide werdet definitiv froh sein, dass es kein Ambrosia wird. Jo. Ja. Ich will euch jetzt auch nicht gerade großartig aufhalten, weil der Vorsprung für Illus war ja dann mit Left Side Swamp ja eigentlich schon fast safe gewesen. Ja gut, dann jeden Dungeon nochmal Double, Triple dippen. Illus hatte noch das Quake ziemlich lange gesucht, haben wir schon besprochen. Oder auf jeden Fall nicht direkt nach Podgemirror. Ich bin lange Zeit nicht nach Eastern gegangen. Wenn ich so darüber nachdenke, war das vielleicht nicht der beste Play, weil gerade mit dem Bogen aus der Left Side hätte ich sagen können, ich kann Eastern Palace full clearen und das auf jeden Fall ein Item of Armors und dann quasi mein Advantage pushen im Vergleich zu irgendwelcher doofen Overworld, die ich dann halt da gecheckt habe. Aber ich fand insgesamt habe ich dann trotzdem gut. Du hattest halt relativ viel Vorsprung tatsächlich durch den Bogen auf Left Side Swamp gehabt. Und ich hatte halt gesehen, okay, Magno wird das Last Locaten so hart, wie es nur geht. Und dann war noch Quake, wo halt Magno relativ früh geholt hat, wo ich mir gedacht habe, so, Illus, ob der da relativ early reingeht, ich mag es mal zu bezweifeln. Aber dann halt noch der Sumaria auf Amos Knights. Und also, ja. Jetzt möchte ich nochmal fragen, bist du ganz early Eastern Palace gegangen oder erst nach Port? Erst nach Port. Und das habe ich auch bis nach Swamp aufgeschoben. Ich weiß nicht, war ich sogar in Eis vorher, vor Port Eastern? Ich glaube, ja. Okay. Ja, ich hab Port gemacht und dann irgendwie ein bisschen Overworld, dann Ice Palace und dann... Aber in Port habe ich natürlich dann Bottle gelöscht. Ja, klar. Ich wollte nicht nur, was war das, Kompass oder Biki, erste Kiste, da wollte ich nicht wieder raus. Ich dachte, ich kriege dann da den Sumaria, kann dann vielleicht in Turtle Rock mit Boots oder mit dem Bogen daraus irgendwie was machen. Chance, dass man dann halt da noch was findet, weil ich hatte nicht mehr viel offen da. Irgendwas musste ich finden und es kam aber nichts. Ja, es war halt, also der Rest war ja halt alles hinter dem Bogen gelockt, letztendlich. Ja, Gannon hat auch gesagt, dass der zweite Bogen hinter den Boots gelockt war, also entweder King's Tomb, Lumberjack oder Bonecrox, weil es war Light World und das sind die einzigen drei, die dann noch übrig waren. Pedestal war ja tot. Ja, genau, das hattest du ja sehr, sehr early mitgenommen. Ja, ja ich hatte die Information nicht mitgenommen, weil, keine Ahnung, ich dachte mir, wenn ich es checke, dann vielleicht irgendwann nach Skullwoods oder so, aber ich wurde dann schon ein bisschen nervös, als dann der Fire Rod einfach nicht kam und ich ja, das dann nicht machen konnte. Ja, bei zwei Lightworld-Tendents dachte ich mir schon, dachte ich mir auch ein bisschen, aber ich wollte es nicht. Das ist eine Minute, die das Spiel entscheiden kann. Ich wollte das lieber skippen. Ja gut, geschadet hat es nicht, 20 Rubies lagen drauf, also von daher... Ja, ich will euch tatsächlich nicht mehr großartig aufhalten. Markus, hast du noch was zum Abschluss? Nö, hast ja im Prinzip alles gesagt. Das haben wir auch erst gedacht, als Magno den Quake aus Eastern rausgeholt hat, das ihn das in Führung bringt, aber dann hat
Ilus ja doch später diesen Vorteil nicht nur eingeholt, sondern mit Somaria auf Amos überholt. Moment, Fireout oder Somaria? Hab ich jetzt falsch geträgt? Somaria. Nur Somaria, ja. 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 Im Browser. Da würde ich sagen. Spiel 3 ist morgen um 15 Uhr, falls ihr das noch fragen wollt. Falls ihr Interesse habt. Ja, toll. Und ich muss arbeiten. Ja, ihr seid ja witzig. Ich dachte, das könnte ich da noch kommentieren, aber ja, gut, in dem Fall. Ganz leid, Mann. Ja, das muss ich halt doch nur zugucken. Ja, aber trotzdem. Eure magisch letzten Worte. Ja. Das ist irgendwie lustig. Also heute war ich einfach komplett zufrieden, wie ich gespielt habe. Mit allem. Also die ganze Execution war okay. Gestern war ich überhaupt nicht zufrieden und denke mir, wie in der Welt kann ich das noch gewinnen? Und ja. So ist das manchmal. Die Tibiki-Hand macht's möglich. Ja. Ja gut. Dann vielen Dank euch beiden, Kobal, Markus Kuhn. Ja, danke auch für ihr auch nervend euch fürs Tracken. ja. Vielen Dank für den Restream und danke fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns morgen. Bis bald. Ja, danke fürs Rennen, dass wir es zum Zuschauen haben. Ja, so die magischen letzten Worte von mir, dem netten Tiger von nebenan. Ja, danke an die Runner auf jeden Fall. Danke an alle Beteiligten. Ich mach's wie immer kurz und schmerzlos. Wir haben 23.37 Uhr. Was soll der Quatsch? Wir sollten endlich mal alle ins Bett. Also, gute Nacht an alle. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.